Guten Morgen zu Tag 2 der Daily Vlogs. Na komm, weiter geht's. So. Wir sind gerade auf Hunderunde. Und es regnet zum Glück ganz offensichtlich nicht mehr. Es ist auch wesentlich wärmer geworden als gestern. Gestern war es so, so ekelhaft. Aber es ist trotzdem noch ein bisschen kalt. Ne? Ich habe eine Mütze auf und einen Schal und Hoodie und Lederjacke an. Also, aber es ist super angenehm. Und das ist was, was mir tatsächlich so im Alltag ein bisschen fehlt, was ich gerne hätte. So ein Hund, mit dem man morgens und nachmittags eine richtig lange Runde spazieren geht. Da ist ja auch eine ganz andere Motivation und ein Antrieb. Alleine würde ich jetzt nicht morgens und nachmittags eine Stunde spazieren gehen. Aber mit dem Hund halt irgendwie schon. Und das tut so gut. Das habe ich gestern Nachmittag schon gemerkt. Da hatte ich... Moment. So, jetzt geht's wieder. Also gestern Nachmittag hatte ich nämlich so ein kleines Tief. Ich habe mir halt viele Gedanken um eine bestimmte Sache gemacht. Und dieses einfach rausgehen mit dem Hund, das hat so gut getan und hat mir geholfen, alles wieder in die richtige Perspektive zu rücken. Weil natürlich weiß ich, wenn ich Dinge nicht ändern kann, und das konnte ich in dem Fall nicht, macht es keinen Sinn, sich Sorgen zu machen, weil ich einfach keinen Einfluss darauf habe. Und ich brauche manchmal einfach so ein bisschen Abstand zur Situation, um mich selber an solche Dinge wieder zu erinnern. Aber die Kinder sind einfach noch zu klein für einen Hund. Und manchmal ist es auch tierlieb, sich kein Tier nach Hause zu holen, wenn man weiß, dass es einfach noch nicht passt. Irgendwann haben wir einen, die Kinder wünschen sich auch einen Hund, beziehungsweise Katzen. Im Grunde ist es mir egal, aber eigentlich wäre mir der Hund lieber. Vielleicht haben wir einfach beides. Mal gucken, aber im Moment sind sie mir einfach noch zu klein. Und außerdem ist unsere Wohnsituation gerade nicht hundefreundlich, aber die ändert sich ja Gott sei Dank im nächsten Jahr. Und dann bringen wir erstmal Kind Nummer 1 in die Schule und dann gucken wir weiter. Genau, so viel erstmal dazu. Guck mal, ist auch so schön hier. So einfach mal so nix eine ganze Weile. Make-up, ab. Komm. So, aber halt mal so ein Urlaubshund, das ist eigentlich ganz nett. Bist du öfter unser Urlaubshund? Machen wir das jetzt öfter? Kinder wollen das gerne. Ja. Die wollen, dass du öfter unser Urlaubshund bist. Machen wir das? Ja? Okay, gut. So, wir gehen jetzt erstmal unsere Morgenrunde fertig. Dann habe ich so ein paar Sachen, die ich euch gerne noch zeigen möchte, die wir mitgenommen haben, die ich ganz praktisch finde für unterwegs. Und dann gucken wir mal, was der Tag heute noch so bringt. SMS für dich war übrigens gestern sehr süß. Also kann man sich mal so für nebenbei gut mal angucken. War echt sehr süß. Waren ein paar tolle Gedanken so da drin. Hat mir gut gefallen. Ich habe gerade so überlegt, wenn ich abends so zu Hause alleine bin, dann ist es völlig normal und es macht mir eigentlich auch überhaupt keine Schwierigkeiten. Hätte auch eigentlich keine Zeit und keine Ruhe noch für irgendjemanden, der da ist. Aber hier jetzt so, wenn du nicht zu Hause bist, da ist es irgendwie nochmal so eine andere Schiene. Also es macht mir jetzt nicht so krass zu schaffen, aber es ist doch nicht so easy, leicht wegzustecken wie zu Hause. Es ist nochmal was anderes, wenn man dann nicht so in seinem gewohnten Alltag und so ist. Aber geht. Ich sitze jetzt nicht heulend auf dem Sofa abends. Geht. Aber schön ist manchmal auch anders.